dann, deutsches Internetportal, habe ich den hier gefunden. Oh. Darf ich kurz vorstellen? Jacqueline. Ich betone nicht, ich habe dieses Tier so getauft, sondern der Hersteller hat es getauft. Jacqueline kostet 139 Euro. Ist im Prinzip ein Schnäppchen, denn die kann was. Jacqueline ist eine Sexpuppe für Hunde. Oh. Das habe ich meine Frau bestellen lassen, das mache ich auf keinen Fall selber. Denn, ja, kann ich ja nicht. Wenn ich jetzt Jacqueline bestelle, hast du doch morgen im Internet, Ritter hat Jacqueline bestellt. Sexpuppe für Hunde. Ganz ehrlich, ich habe schon gedacht, wie krank muss eigentlich so ein Menschengehirn sein, um sowas zu entwerfen? Aber noch spannender finde ich die Frage, wer soll das kaufen? Für mich war es erstmal so, das kauft kein Mensch, das wird ein Ladenhüter. Und dann schalte ich RTL ein, Bauer sucht Frau. Dann wird die Sache schlüssig, ne? Ich schätze, die Jungs haben jeder so 3, 4 Jacquelines zu Hause, da geht's dann richtig vorwärts, ne? Ich meine, ist ja klar, bei den Weibern, die angeboten kriegen, da bleibt dir ja nichts anderes, ne? Willst du ja nicht haben, jedenfalls nicht freiwillig. Ja, ja, dann, oh, auch sehr schön. Da gibt's eine Firma, die heißt Love Your Pet. Und die haben es ganz großartig gemacht, denn die wissen, dass Hunde ja auch so ein bisschen feingeistig sind, denen ist Verpackung wichtig, da müssen Herzchen drauf. Und die haben sich spezialisiert auf Hundeklamotten. Die stellen her Schutzhöschen für läufige Hündinnen. Also das heißt, wenn deine Hündin jetzt läufig ist, kannst du dir so ein Höschen anziehen, damit die den Teppich nicht versaut. Die haben aber eine ganz eigene Kollektion. Bei denen sieht das Höschen so aus. Und der Originaltext an diesem Schlüpper ist, damit die Tage in den Tagen auch Spaß machen.